Aber wir hätten jetzt schon War is Upon Us. Stimmt, wo waren wir denn jetzt so? Wir suchen immer noch ein paar neue Leute. Wir können mal einen Code Blue suchen. Weil Blue hat mir gestern erzählt, dass er immer wieder reinschaut und wir haben ihn nicht mehr oder ich habe ihn gar nicht geholt sogar. Kasimir Dego. Nee, also ich habe ihn zumindest nicht gekillt. Sage mal so. Aber ich habe keine Übersicht mehr, ob ich noch jemals hatte. Ich glaube nicht. Weil dazu müssten wir halt einen guten Dude finden. Und halt nicht sowas hier mit Short-Sighted und dann Fernkampftalent. Ich hatte mal schon. Ich habe mal auch schon angeschaut. Das ist halt Fernkampf, Defense. Rainer the Mad. Er hat eine schlechte Ausdauer. Und schlechte Resolve. Das wäre Deserter, ne? Ihr habt noch weniger Resolve. Das will ich eigentlich gar nicht haben, deswegen. Gottfried Quickmind. Ich will ja eigentlich ein bisschen bessere Leute. Unfassbar viel Deserter. Bastard. Der kann auch blöde Resolve haben. Ja, 29 ist halt echt unfassbar niedrig. Und minus 4. Nope. Nope, da rettet auch die positive Sache nix. Achso, Moment, können wir aber hier vielleicht was zum Reparieren? Puh. Geil ist es nicht. Der Reparier-Scheiß. Richtig geil ist es nicht. Wir wollten ja eigentlich im Süden ein bisschen was machen. Wir hatten, glaube ich, im Süden jetzt nichts mehr zu tun. Das war so der Knackpunkt. Aber ich könnte schon mal noch. Und wir sind übrigens so weit, dass Ricky eigentlich mal ihm bessere Rüstung anziehen wird, wobei er hat keine Ausdauer. Wir haben ihn nie auf Ausdauer. Nee, wenn er meint, wir haben ihn nie auf Ausdauer geskillt. Wollte ich gerade sagen, hätte er. Und er hat Nimble und Dodge. Aber er hat halt wirklich wenig Ausdauer. Nimble und Dodge will er sowieso keine große Ausdauer haben. Wir könnten ihm überlegen, eine fette Zweihandaxt zu geben hier, wie unserem Sir Sacred. Ja, ne, er hat 93 Hitchance. Ja. Und dann wäre er auch noch ein sehr, sehr guter Dude. Aber er kann auch einfach aus der Backline arbeiten. Wir brauchen auch Backliner. Ja, wir gehen wieder nach Weißenschacht. In Weißenschacht war man lange nicht mehr. Da gab es gute Sachen. Und wir müssen bis auf die Ration achten. Jetzt haben wir wieder nur 31, die so kostet pro Tag. Gab es im Retinue eigentlich? Hallihallo Sono. Wunderschönen guten Morgen. Ich habe hier doch den Cook. Koch. 2 Tage Hitpoints Healing Rate. Das lässt sich nur sich länger halten. Das ist halt, wenn du mal viel kaufst, dann ist der, glaube ich, nur geil, wenn man hier irgendwie in die Wildnis raus. In die Wildnis war ich noch gar nicht großartig. Eigentlich sowas, was noch ein bisschen fehlt. Aber jetzt haben wir ja gesagt, wir wollten erstmal im Süden ein bisschen chillen. So. Ich habe gerade Ambush Trade Routes. Das ist natürlich doof. Natürlich dann hier wieder alles teuer ist. Das ist doch Mist. Aber 22 Verkaufspreise. Viel Spaß damit, Leute. Dem ganzen Ork-Scheiß. Viel Spaß mit dem Ork-Scheiß. Hier, da ist noch Ork-Scheiß. Boah, das war's. Erstmal. Mal hier ein paar gute Leute. Kann halt richtig viel Ausdauer und richtig viel HP haben. Faint-hearted, minus Resolve. Der hat aber echt schon. Der hat 25 Resolve nur. Gute HP, gute Ausdauer. Ganz okay im Melee-Skill. Das sind 2 Sterne. Ja, nee. Irgendwie nicht. Was haben wir hier? Ein Killer on the Run. Nightblind. Ja, gut, das war erst Melee nicht so wichtig. Er hat einen Stern in Melee-Verteidigung. Aber HP hat er gar nicht. Der Skill ist Low Roll. Nee.
Sehe ich irgendwie auch nicht, auch wenn es mal witzig wäre, ein Killer on the Run dabei zu haben, das würde thematisch so gut passen zu uns. Juggler. Der kann halt extrem viel Initiative haben. What? Plus Melee Skill noch und Loyal. Yo, what? Alles klar, Game. Ich nehme ihn ja mit. Ich guck mal dann kurz an. Average HP für den Hintergrund, also insgesamt schlechte HP. 50. Fatigue ist okay. Resolve ist echt niedrig, da müsste man einiges reinstecken. Richtig gute Inni. Schlechter Miliska mit 2 Sternen und wenn der dann immer 30, wenn er immer 3 kriegt, kriegt er insgesamt 30, könnte auf 79 kommen, das ist schon okay. Und vor allen Dingen hat er halt, er kriegt irgendwie ein Average 35 Melee Defense. Wenn wir die beiden Sachen immer nehmen, er könnte, wenn die Baseline nicht so scheiße wäre. Ach komm, wir nehmen mal einen Juggler dazu. Warum nicht? Warum nicht? Wir haben doch das Geld. Er kriegt auf jeden Fall so einen Helm. Da er so ein schlechter Hitter ist, kriegt er erstmal einen. Das und das. Er braucht noch einen Dolch. Und er braucht auf jeden Fall noch eine Rüstung, wo wir noch eine 90er haben. Hat noch 61 Fatigue. Das sieht doch ganz gut average aus. Dono, wie geht's dir? Wie geht's dir nach dem gestrigen Sport eigentlich? Merkst du was? So. Und ich würde ihn jetzt eigentlich ganz gern Code Blue nennen, aber ich glaube, der könnte sein, dass er uns ein bisschen wegstirbt. Nein, den schreibt man ja so. Kann ich. Ah, ne, ist halt Blue. So. Hab nur die Beine gemerkt, aber hatte am Tag davor auch Leg Day. Alter, ich merke alles. Von den Oberschenkeln bis in Bauch und unterer Rücken, ich merke alles. Meine Arme sind wieder okay. Die merke ich zum Glück gar nicht. Aber ich war wirklich, ich war ja noch einkaufen und musste Saft kaufen, Alter. Ich hab mich so hochgeschleppt, die Treppe. Ich hab mich so hochgeschleppt und konnte wirklich dann hier die Teekanne, musste ich mit 2 Händen halten, wenn ich hier Tee eingießen wollte. Das war nicht feierlich gestern. Aber heute merke ich den Muskelkater, wie gesagt, so Knie bis Bauchnabel oder kurz drüber, so ein Bauchnabel, da ist alles am Ziehen, wenn ich mich bewege. Also ich merke was. So, Brigands. Drive of Brigands. Das sollte man nicht hinkriegen, würde ich sagen. Accept mal den Contract. Guck mal. Bei Drive of Brigands könnten wir vielleicht ein paar Leute einsetzen, die nicht Max-Level sind. Da wären wir jetzt echt viele Max-Level-Leute drin. Wir können zum Beispiel hier mal ersetzen, Ricky durch M-Lane. M-Lane ist inzwischen auch nicht so scheiße. Und Masumoto, der sieht halt insane aus, ne? Also mit seiner fucking Rüstung und seinem Zweihand-Cleaver, der schneidet schon viel durch. Sacred the Lone Wolf, Danushka. Das ist auch einer meiner Haupttanks zusammen mit Ben. Wenn wir es so rum machen, dass Sono die Seite übernimmt, können wir vielleicht. Ups. Ja, doch, genau. Dann können wir vielleicht Danushka mal kurz rausnehmen. Ja, das Goblin Poison sogar noch drauf. Dann würde ich sagen, ab in diese Sache rein. Am besten würde man bei Nachtod ankommen. Das wäre der Optimalfall. Aus meiner Sicht.
Also ich merke auf jeden Fall, dass ich einiges gemacht habe und tut eigentlich ganz gut. Aber wir kommen, glaube ich, nicht bei Nacht an. Dann könnte meine Range Defense mau werden. Der hat 25, der hat 10, 34. Die Leute mit Schild gehen, glaube ich, sogar noch. Aber hier so 9 und 19 und 9. Sollte, könnte bitter werden. A few thugs, a few marksmen, many raiders. Ja. Let's try. Ich muss, wie gesagt, ein bisschen aufpassen. Hier mit Code Blue, der ist jetzt ganz neu dabei. Hat fast keine Rüstung. Machen wir erstmal die Sachen. Mal sehen, wobei das relativ klar ist, wo wir hin können. Das war's schon. Verstecken wir uns gerade hier hinter was, was blockiert die Sicht, ne? Ich können die Fernkämpfer schlechter schießen. Das sind 12. 2, 4, 6, 8, 9. 3 fehlen noch. Ah, du bist Code Blue, du gehst nicht als erstes rein. Wollte ich gerade jemanden reinschicken, den ich als erstes rein soll. Sonix ist was anderes. Der ist schon Level 7 und hat 35 Defense. Aha. Da sind noch ein paar. Mozzarella Bräune ist inzwischen, glaube ich, auch schon ganz gut dabei. Ach, jetzt habe ich hier wieder den Lone Wolf aufgehoben, weil ich zu nah dran stehe. Ich Vollidiot. Naja. Man kann nicht alles haben. Nee, ich will nicht noch näher ran. Du gehst mal hier in die Mitte, Xan. So, du stehst mal mit hier hin. Die wird mit unterstützt. Du gehst mal auch mit in die Mitte. So. Wir müssen noch Hunde setzen. Warum nicht? Dann darf der mich nicht werfen. Batz. Dann darf der seinen großen Riesenspeer nicht werfen. Ich mag keine Riesenspeere, die gegen mich geworfen werden. Wie der da. Der hat auch einen Riesenspeer. Ah ja, kommt raus. Das freut mich natürlich. Macht es mir einfacher, euch zu hauen. Wenn ihr rauskommt. Du wartest mal kurz, bis die Leute richtig dran stehen. Du bist Code Blue. Code Blue, du bist hauptsächlich zum Zugucken hier, wie die erfahrenen Leute das machen. Ist gar nicht so sehr hier, um wirklich zuzuhauen. Deswegen. So. Wohuhu. So, du gehst mal hier hin und so rum. Ich will dich nämlich freilassen. Für unseren guten Masumoto. Batz. Ja, geil. Hunde will ich nicht setzen, weil ich glaube, Hunde lösen auch den Lone Wolf Perk auf. Ja, dem geht's ja richtig gut. Muss ich mal so sagen. Dem geht's ja richtig gut. Okay, du bleibst da stehen. Guten Tag. Du gehst hier rein. Let's go. Wir müssen rumswitchen, brauchen wir nicht. Das verbraucht, macht nur Ausdauer. Problematico. Also ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich mich einfach frontal wie so ein, mit meinen Leuten mit so einem Ball des Todes durch sowas durchfressen kann. Das ist eigentlich ganz geil. Fühlt sich sehr gut an. Aha. So funktioniert das also da oben, ja?
Also der, ich würde sagen, der blutet jetzt sowieso. Sehr gut, dass er vor uns dran ist, dann müssen wir es nicht machen. Sparen wir uns was. So. Hier kannst du mal mitmachen, komm. Wenn du auch ein bisschen Damage mitmachst. Ein bisschen Rüstung hast, ja. Weg mit dem Schild. Gar keine Lust drauf. Zwubel hat mit einem 80er-Hit daneben gehauen. Der Vollidiot. Oh, hupsi. Gehen wir den mal durch, damit wir dann hier reinsteppen können. So, 60. Schade. Hier nehmen wir den hier. Oh, der ist geblockt. No! Was bis dahin? Moment, wir können tauschen. Aufschneiden. Das ist so übel. Oh. Gehst mal da hoch. Mal einen Schritt zur Seite und warten. Komm jetzt nicht durch, ne? Weil ich über den nicht drüber kann. Da hat der Hund was weggefressen. Dürfen die nicht mehr schießen? Die dürfen auch nicht mehr schießen. Ja, guck mal, haben eigentlich schon. Ach doch, der durfte nochmal schießen. Eigentlich quasi schon geworden. Die wissen es nur noch nicht. Die wissen es nur noch nicht. Hallo. Batz, da kam noch ein schöner Hit an. So, darf ich jetzt mal 60, komm. Ja. Es ist so übel, was das Ding raus und es ist einfach fast ein One-Shot. Tisch ist so übel. Ja, ich schaff das ja wohl da unten. Den Hund ein bisschen schützen. Gegner andere Ziele haben. Er wollte weglaufen, wurde einfach geköpft. Der wird dann auch noch overwhelmed. Auf mein Shield zu splitten. Ich glaube, es hackt. Wie mit dem komischen Shield-Split. What? Ja, hat dir richtig viel geholfen, wenn du da unter mir stehst mit dem Quatsch. Mhm. Würde ich auch weiter beibehalten. Ja, der hat auch keine Lust mehr. Kann ich verstehen. So. Wir haben gehittet. What? Wieso? Ach so, weil wir die Untotenplage haben, kommen jetzt random Leute wieder. LOL, in allen Kämpfen. Das ist ja übel anstrengend. Das ist ja absolut anstrengend. Kämpfen die dann aber auf der Seite der Gegner oder kämpfen die einfach als dritte Fraktion dann mit? Das ist ja blöd. Das ist ja erst recht blöd. What? 57er Chance, 58 gerollt. Ach Mann. Du solltest nicht weglaufen. Das ist eine dumme Idee. Jetzt kommen die da unten auch wieder. Das ist ja super nervig. Super nervig ist das.
Hätte ich kurz warten sollen mit den Attacken. Und die mich alle, da ist ja auch noch einer, alle platt machen. Und der Kampf endlich vorbei ist. Weil die ja keine Moral haben. So, down. Okay, wir müssen also mehr darauf achten, den Leuten die Köpfe abzuschneiden. Ach du Scheibenkleister. Gehst mir schon ein bisschen auf den Keks da mit dem Scheiß-Spiel. So durfte unser Blue sogar nochmal gehittet werden dafür. Wir teilen uns mal auf. Du kannst nicht reinsteppen und einen Hit machen, von daher ist es auch wurscht. Kopf ab jetzt aber. Zack. Kopf abgeschnitten. So. Das ist ja anstrengend. Bandelieder, noch ein Level up, aber der bist schon auf Max Level. Das ist ja ein bisschen anstrengend, dass die Untotenplage einfach in sämtlichen Gefechten. Ende des Spiels ein bisschen Leute wiederbelebt. Es ändert das Spiel ein bisschen. Würde ich gern. Ich. Brauche ich nicht. Nicht reparieren. Bin ich einmal gespannt auf die ersten Quests, die sich mit der Untotenplage beschäftigen. Das sind die Adling-Quests immer, ne? So ein bisschen das große Ganze der Welt. Im Blick haben. Erstmal einsaufen. At the stake last week, some witch hunter did. When they accused her of sorcery and whatnot and had her burned. The council didn't object and that man just left soon after. Wish I knew who he was really. Good thing he saved us from that witch, I suppose. Ah ja. The witch burnings. Fun for everyone and the family. Wir verkaufen, weil hier sind die Verkaufspreise, glaube ich, generell immer ganz gut. Ja, wir haben hier irgendwie. Ah, wo 18 ist gar nicht so gut, aber whatever. Wir müssen den Scheiß ja loswerden irgendwo. 18 ist okay. Gerade jemand nur noch 22. Aber wie gesagt, wir müssen den Scheiß ja eh irgendwo loswerden. Kann man hier zumindest wieder ein bisschen was kaufen, auch an Käse. Und vor allem das hier. Mal jetzt wieder kaufen, weil die keine Ambush Trade Routes mehr haben. So, was ist denn hier der Weaponsmith? Der Weaponsmith kann hier gar nichts. Bring a candle. I said a candle, not a bloody torch. You take a scant off the wall. Aha. What do you aim to do? Burn every book I have to ash? Just stay right where you are. Stay right where you are. Look, folks around these parts have been speaking of evils I've not heard in years. Monsters that prey upon your dreams. Giants so large men could fit inside their beards. And the worst of them, of course, beautiful women who knew they are beautiful. Beautiful women who know they are beautiful. The worst of them. Ja, das es gibt alles mögliche an Horror in der Welt, aber die schlimmsten sind die hübschen Frauen, die wissen, dass sie hübsch sind. You're not so sure about the last one, but don't speak to it. Okay. 155 pro Kopf. 15 Köpfe. 1500. 2000. Stepped your hand Alps, Unholz und Hexen. Are there the region of Greenmere and other region? Ich weiß immer noch nicht, wo Greenmere ist, glaube ich. Habe ich schon damals nicht. Das habe ich schon mal nicht gefunden. Erinnere ich mich dunkel dran. Whispering Hills, Glacious Domain, Dawnland, Rich Meadow, Durum, Slaughter Mountain, Barrens, ja, ich weiß nämlich nicht, wo Greenmere ist, es müsste eigentlich irgendwo in der Mitte sein, aber vielleicht ist es hier links, dann sehe ich es nämlich nicht. Müsste ja eigentlich in dem Gebiet sein, wo auch die rote Fraktion ist, oder ist halt hier irgendwie so ein bisschen. Deswegen werde ich den Auftrag, glaube ich, nicht annehmen. Dono, wir gucken mal in deiner Stadt.
Schließlich haben wir hier Sonnenwehr ja nicht nur zum Spaß. Mal sehen, was es da gibt. Ne, wenn du schon sonst nicht mitspielen willst, ist da halt eine Stadt geworden. So. Hier gibt es nochmal The Bonkening. Oder den Powell Hammer. Marketplace, da war ich glaube ich gerade, ne? Gibt's Meat. Ganz günstig. Würde ich sagen. Nehmen wir mal mit. Was gibt's hier für Leute? Ein Hundemeister, weiß ich noch nicht, was das bedeutet. Und ein Deserter und ein Old Soldier. Old Soldier machen halt gute Backliner, aber ich glaube, da haben wir eigentlich hier noch. Ja, Waffenschmied, Hunde. Eigentlich noch mehr Hunde will ich auch nicht. Moment, aber hier war wieder keine Mission, ey. Gehen wir wieder nach Suderbusch. Also als Kultisten im Moordorf fühlen wir uns eigentlich ganz wohl. Kommen wir mal wieder da vorbei. So. Essen haben wir gerade hier noch. Könnte ich jetzt sogar den Kock kaufen? Nee. Brauche ich noch drei andere Essensarten, die ich den Kock kaufen kann. Die Frage ist ein bisschen, was ich sonst kaufen wollen würde. Der Blacksmith wäre wahrscheinlich noch ganz geil zum schneller reparieren. Bounty Hunter für mehr Champions. Aber da muss ich erstmal. Wahrscheinlich will ich drei Named Items haben, um den Bounty Hunter zu rekrutieren. Damit ich mehr Champions habe, weil ich glaube, inzwischen bin ich an dem Punkt, wo ich Champions killen kann. Und entsprechend ein bisschen geiles Equipment dann abstauben. Wäre, glaube ich, eine smarte Weiterentwicklung. So, Taxidermist. What? So, wir nichts machen können mit dem ganzen Scheiß, den wir haben. Ach, Kacke. We need a soldier and explorer. Aha. 300. Find Woodcutter's Cabin. Some way to the east. Oh, das ist aber ein Scheißauftrag. Warum habt ihr so einen Müllauftrag für mich? Das ist doch Kacke. Hätte ich lieber einen anderen Auftrag gehabt. Sind wir ehrlich. Ein Mönch passt gar nicht bei uns rein. Und ihr habt doch. Hier, ihr habt Nightmare. Es gibt mir doch einen Albauftrag. Der bezahlt viel besser. Was soll denn da? Oh Mann. Na gut, ab nach Wolfenburg. Hallo, Luxan. Na, was geht bei dir? Ich habe festgestellt, was die Untotenplage macht. Und es ist ganz schön anstrengend. In jedem fucking Kampf, wo irgendwas wiederbelebt werden kann, was menschlich ist, kommen die jetzt wieder. Seit 90 Tagen die Ambition, Named Items in allen Kategorien zu haben. Das ist aber auch eine Ambition. Huiuiuiuiui. Ich bin noch kein fucking Helm. Full of treasure, he said. Some way south of here, or maybe I'm remembering. Wissen wir about Fallen Keep the other day? Aha. Wir haben ein Gerücht gefunden über Fallen Keep. Hier ist nämlich kein Auftrag. Können wir uns Farbe kaufen? Level 6 nehmen Waffen, zwei Arme sind zwar schön. Ich habe gerade darüber gesprochen, dass ich mir den. Dass ich mal ein paar brauche. Weil ich mir dann den Dingens holen will. So. Gibt's hier gute Jungs? Du bist ein guter billiger. Oder kannst ein guter billiger Junge. Der trifft halt nix. Aber der hält halt wieder sau viel aus, ne? Also der. Mit 2 Sternen Fatigue und 119 als Startpunkt. Was kriegt denn der dann? Der kommt irgendwie auf 150 Fatigue, 160 Fatigue, irgendwie sowas. Der, glaube ich, kriegt 4 Fatigue dann immer. Das ist halt. Damit kann er halt alles tragen. Das ist wieder, ne? Schwerste Rüstung, Drufter, macht der. Aber eigentlich sind wir, glaube ich, da ganz gut aufgestellt. 164, wenn du das. Ja, genau, also muss ich halt nicht mal. Ich meine, der kann dann. Ich glaube, minus 30 sind so die schwerste Rüstung, die ich gefunden habe. Und dann minus 20er Hell, das ist immer noch bei 110 Fatigue, also. Einfach unfassbar strong.
Kann auch dann lange Kämpfe durchhalten. Ne, minus 42 bin noch nicht gelootet. Das sind dann die von den Fallen Heroes wahrscheinlich, ne? Weil die sind immer ein bisschen schwerer, aber sind eigentlich ganz gute. Also die haben gute Werte, aber sind sehr schwer. Ah, oder von Hedge Knights. Gut, da habe ich auch noch nicht. Mal kurz gucken, was meine schwerste Rüstung ist. Das ist, glaube ich, da doch minus 42. Stimmt, doch, habe ich schon nicht gelootet, aber gekauft, glaube ich sogar. Doch, habe ich. Never mind. Ich habe schon eine. Oh, wir haben Level Up. Ja gut, ist bei dem eh nicht so wichtig. Ist bei dem nicht so wichtig, bei Zwubel dagegen schon. Bei Zwubel ein Level Up zu haben, könnte einiges ausmachen. Zack. Bitte von Perk. Backstabber hat er schon. Ja, Polearm Perk wahrscheinlich, ne? Weil er mit Polearm arbeitet. Nicht Dagger, Polearm Mastery. Dann kann er damit besser reinschneiden. Ist deutlich beweglicher jetzt auch. Armor haben wir schon geguckt, ne? Jo. Waffenschmied haben wir auch schon geguckt. Ich bin ein Dulli. Und einen Auftrag haben wir hier nicht. Aber im Süden hiervon hieß es in der Taverne, ne? Ohne Keep. Nach Süden. Let's see. Somewhere south of here. Dann hier irgendwo vielleicht? Ah, da ist vorne ein Keep. Das war ein guter. Let's try. Engage. 23 Gegner. Hier ist eine Engstelle. Okay, Untote. Oh, fuck, Geists. Oh, fuck. Und ein Necro. Boah. Alter, und Fallen Hero und Geist und Alter, hier ist ja alles drin. Ich werde es versuchen, aber es kann sein, dass ich neu laden muss. Ich habe vor allen Dingen Code Blue dabei, ich Vollpfosten. Der ist noch nicht gut. That's my point too. Ich meine, kann ich nicht mal die Engstelle so ordentlich ausnutzen. Ist so ein bisschen das Problem. Kann ich nicht einfach kommen lassen, es geht nicht. Bin übrigens eins zu weit vorgesetzt, ich Vollidiot. Dammit. Wir müssen eigentlich eins hier hin, damit wir hier gegen einen stehen können. Nicht so smart. Wir versuchen hier mal, das so hinzustellen, damit wir uns dann dagegen verteidigen dürfen. Dass der dann noch hoffentlich zurück kann. Da sind 4 Geists drin. Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Also ich hatte bis jetzt keine Resolve-Probleme, aber jetzt werde ich welche haben, glaube ich. An die komme ich ja niemals ran. Und an den Necro muss ich eigentlich auch noch rankommen, bevor ich hier irgendwie viel mache. Wait, was sind denn da noch für Jungs drin? Noch ein Fallen Hero. Fallen Hero, Fallen Hero. Alter Fucker. Ich wollte gar nicht so weit, ich wollte hier oben rum dann. Du musst mal hier hin. Hier ist die Swordlance und die Warsguide. Die Warsguide habe ich, so, glaube ich, sogar schon. Habe ich eher hier, der sowas hat. Aber jetzt kommt hier unten ein Fallen Hero. Scheiße, ich muss hier hin zum Necro durch. Uff. Ich muss hier durch den durch, um an die Geists zu kommen. Komme ich aber aktuell nicht. Ist ja doof.
hier muss ich zwei Schritte machen für den Geist. Weil ich aber, glaube ich, trotzdem tun, wenn ich da dran bin. An dem schon mal. Die AP der Gegner ist keine Mod. Nee, eigentlich nicht. Dachte ich nicht. Dachte ich, dass ich dafür eine Mod habe. Ja, und du kommst jetzt hier. Wir werden hier in den reingehen und die anderen moven lassen. Moven wir hier mit runter oder so. Oder hier außenrum. Ich habe ein bisschen Angst, wenn die Geists jetzt anfangen zu brüllen. Ich dachte nicht, dass ich das gemoddet habe, aber anscheinend habe ich das gemoddet. Kopf ab, bitte. Jawohl, der ist schon mal weg. Wir haben Nummer 1. Vorhin hier will unbedingt da unten rein, ne? Der will unbedingt da unten rein. Der muss es ja oben alleine regeln. Warum brüllen die Geists nicht? Die sollten eigentlich brüllen. Ich bin irritiert, was hier abgeht. Ja, und jetzt der ist instant auf Fliehen gegangen oben. In dem Moment habe ich halt verloren. In dem Moment, wo mein Lone Wolf instant auf Fliehen geht, bin ich halt am Sack. Also, der ist halt... Der ist tot. Der hat einen Geist abgekriegt und ist sofort auf Fliehen gesprungen. Von ganz normaler Moral auf Fliehen. Alter. Wie viel Resolve hat der Base? Der hat 45 Resolve. Gut, das ist nicht allzu viel, aber... Das ist ein bisschen übertrieben. Is wavering, Geist, Horrific Scream. Field Wall. The Lone Wolf's Wavering is Breaking is Fleeing. Der hat dreimal negative Moralcheck gekriegt für einen Schrei? Wieso das denn? Ist das für jeden Gegner, der an ihm ransteht, kriegt er einen Moralcheck oder was, wenn das Ding schreit? Also jetzt habe ich da vielleicht eine Geistmechanik noch nicht verstanden. Dass der nicht... Weil die anderen kriegen ja alle nur einen. Ben, the Leader, kriegt nur einen. Der ist aber hier drin, der hat nur einen Gegner an sich dran stehen. Sonic, the Cultist. Ist... Aber Xeli hat gar keinen an sich dran. Also vielleicht mindestens einen und für jeden extra Gegner an sich dran kriegt er noch einen mehr? Also wenn er sich ja nicht beruhigt, ist er halt tot da oben. Ich kann das versuchen, aber ich glaube, ich werde neu laden müssen. Zipziger Chance, verkackt. Ach, scheiße. Ja, jetzt kommt er wieder vor, ein Hero kommt dann zu... Ach, hier, Sonic ist hier unten. Du musst erstmal kurz weggehen, bevor ich da reinmoven darf. Oh, du gehst einfach dahin. Stimmt, das wäre die viel einfache Variante. Mozzarella-Bräune, wie gut bist du im Verteidigen? 32 ist halt leider nicht genug. Und Ben ist nicht mehr dran. Ich hätte ihn gerne aufgehalten, dass er hier weiter reinlaufen kann, damit er... Ich muss ihn mal versuchen zu opfern. Ja, die kriegen jetzt halt Free Hits da oben. Buffy, kannst du vielleicht da Dinge tun? Sehr schön, ein Geist tot. Haben wir ja nur noch 4, es waren ja 5, sehe ich jetzt gerade. Ach du Scheibenkleister. Oh, dreimal, dass er splitten kann und attacken noch. Ugh.
Komm schon, du hast Sono, du hast doch so viel Defense. Du hast 50 Defense, das schaffst du jetzt da rein. Sehr schön. Noch ein Down. Dann so viele. Sind drei Fallen Heroes drin? Sehe ich das gerade richtig? Der ist sogar rausgekommen, Lul. Mal sehen, ob er wiederkommt. Das sieht damit nach einem Problem aus hier. Das sieht mir ein bisschen nach einem Problem aus. Ben muss da jetzt mitten rein und muss sie ein bisschen verteidigen. Ja, der Hund, das ist okay für mich, wenn der Moralprobleme kriegt. Cold Blue hat schon keine Ausdauer mehr. Das ist natürlich Mist. Ach, fuck, Fallen Hero gebufft. Ugh. Soll ich mal rallyen? Das ist nur der Hund, der aktuell ein Problematiko hat. Du gehst jetzt mal hier ran. Dann sind wir schon mal an dem dran, weil wir den hoffentlich nicht mehr buffen allzu sehr. Aber das hat noch einen Fallen Hero in der Nähe. Ja, darf ich nicht hinhauen? Dann musst du dich erst bewegen. Oh shit, da wird er hier hingehen. Das war eine dumme Idee, den wegzubonken. Dann geht er nämlich wahrscheinlich zu dem Necro-Dude. Ja, ich glaube, damit habe ich Cold Blue verloren. So, noch zwei Geists. Ne, geht wieder ran. Dann haben wir ihm eine Attacke geklaut. Das haben wir erreicht damit. Du müsstest halt aufhören wegzulaufen, das wäre so wichtig. Das wäre so wichtig. So wichtig, wichtig, wichtig. Das will ich nicht machen. Und da will ich auch nicht weiter reinsteppen. Du musst dich verteidigen. Und den overwhelmen. What? Die können attacken? Die können attacken mit Ghastly Touch? Fuck. Ich zum ersten Mal. Ja, und signorieren Arme habe ich auch gerade gesehen. Das ist irgendwie nicht so geil. Fühlt. Ich würde gerne über die Sachen drüber tacken, aber Blocking Side ist halt doof. Aber hier, 43. Fuck. Kriegt ein ganz schönes Beating ab hier. Ja, und der wird halt da oben komplett zerschnitten, weil er instant gerannt ist. Ja, und Code Blue ist down. So, der ist aber auch down. Jetzt haben wir noch einen Geist da oben. Aber ich glaube, Sepp, wir werden dich unten brauchen. Hab ich so das Gefühl. Es gibt halt so viele High-Priority-Targets hier in dem Kampf, das ist halt nicht witzig. Jetzt rennst du halt leider auch, du läufst halt auch. Ja, okay, wir müssen auf jeden Fall wieder rallyen. Müssen, weiß nicht, bis dahin kommen. 1, 2, 3, 4, könnte gerade reichen. Auf ihn kommen wir halt nicht mehr gerallied. Ich wollte eigentlich mit ihm einen schönen Roundswing machen, aber... Nope. Not gonna happen. Der darf nicht rallyen.
der Hund immer noch lebt, ey. Sich nicht gehittet. No! Ja, jetzt darf der halt wieder, weil mein Dude flieht, der da dran ist. Und das Rallyen hat genau nichts gebracht. Ja, geil! Aber hier können wir jetzt mal durchhacken. Yes. Und hier oben ist es halt übel problematisch. Da ist eine richtige High-Roll-Waffe. Finster. Schön auf den Korb, bitte. Ja, da ist noch einer. Sonic Struck Down. Ja, du hast halt noch einen Attack. Den habe ich aber zum Doppel-Overwhelm, der sollte eigentlich nicht allzu viel mehr, außer er macht halt Shield-Split. Treffen. Der Zweihandflame hat... Achso. Du meinst großen Spread, ja. Kopf ab, bitte. Eine Ausdauer ist halt ein problematisches Element. Auf allen inzwischen. Der stirbt da oben. Struck down's the sacred. Ja, jetzt bufft er halt da hinten wieder rum. Der blutet zwar noch ein bisschen, aber... Ist halt echt unangenehm. Okay, Movement, das ist ja super, dann kann ich hier drüber angreifen. Ach, wenn das da oben anders gelaufen wäre, ne? Ja, yeah, 3 Permanent Injuries. Wenn das da oben anders gelaufen wäre, wäre das so nice gewesen. Das war ein Hit auf Ben. Au. Ich muss so, glaube ich, mal aushelfen bei den Jungs. Da machen wir noch einen Korb ab. Der rennt halt leider komplett, Xeli. Der hat den Fallen Hero vor sich gebufft. Alter, schon den Geist da oben gibt es ja auch immer noch. Sie haben immer noch 11 zu 13. Also, ich habe 2 Hunde davon. Das ist eigentlich nur noch 9, Leute. Ach, und Schild haben wir auch nicht mehr. Der hat eine War Axe, ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also, boah. Keine Ausdauer mehr zum Laufen. AP hatte ich noch genug. Ausdauer fehlt zum Laufen. Meine Frontline ist halt langsam down. Hat ihn gebufft. Jetzt kann er zweimal attacken, glaube ich, oder? Oh, scheiße. Und der Geist macht hier meinen Leuten das Leben schwer, wenn ich denen nicht helfe. Ah, fuck. Kann die nicht mehr laufen. Da geht der Buff noch weg, wenn ich den Necro erwisch, okay. Den Buff verhindert. Wir machen mal Ausruhen auf ihm. Hör doch mal auf zu laufen, Dude. Geil, der Geist ist auch dead. Schade. Schade. 95er daneben. Davor 90er gehittet und dann 65. Ja, das ist jetzt hier ein
95er daneben geht, ist ein bisschen ein Problem, wenn er so steht, wie er steht. Weil dann hätte ich nämlich nochmal attacken dürfen. Wenn es ja mal wichtig, Leute nicht die ganze Zeit gerannt werden, ey. Mann! Also der Kampf kann komplett anders ausgehen, wenn wir einfach nicht dieses Instant Fleeing kriegen, ne? Wenn ich den wegstoße... ...dürfte er nicht kämpfen dürfen, so einfach. Weil das sind halt 62er Rolls nur. Au. Der hat eigentlich Nimble und alles, ne? Scheiße. Er ruht sich ein bisschen aus, der rennt immer noch weg. Hör darauf zu rennen, Junge. Das. Ach Mann. Nur noch vier Fallen Heroes und 6 Wiedergängers, ja. Ich hab schon gesehen. Das ist ja auch noch ein Fallen Hero. Den werde ich mal das Schild klauen müssen. So, jetzt aber. Danke. Also keine Ausdauer, um noch einen Attack zu machen. No! Ja, der Hund ist, glaube ich, down. Der Hund ist, glaube ich, down. Scheiße! Au! Gebrochenes Bein. Und keine Ausdauer mehr. Wie gesagt, einer meiner stärksten Dudes halt nur am Rennen. Wo er eh keine Rüstung hat. Den Kopf, ne? Ja. Ja, ja. So ist es. Das war ein guter Hit. Ja, das war auch ein guter Hit. Leider. No, ich roll 96. Fuck. Wieder den Kopf getroffen, glaube ich, oder? Ja, das war Body. Dass Ben da so viel tanken muss, ist ein bisschen doof. Ich habe keine Ausdauer mehr, ne? Der ist schon ziemlich... Oh! Er hat's erholt! Finally! Walking finally! Aber unser Hund stirbt leider noch. Das war auch ein Body-Hit leider. Keine Ausdauer mehr. Haha. Ach klar, das ist irgendwann passiert. Ist egal, ist beides 54. Oh. Oho. Oh. Das ist halt super gefährlich jetzt eigentlich. So, kill him, please. Moment. Kopf ab, danke. Das war sehr wichtig. Damit der blöde Fallen Hero nicht wiederkommen kann. Oh, könnte ich hier außerdem mal durchatmen vielleicht. Ach, der mit Hund. Der mit Hund. Der Hund ist dead. Geh unten helfen. Mit dem. Ah!
Mozzarella-Bräune ist auch noch down. Die vierte hat Ben schon Iron Lungs. Der greift jede Runde zweimal an, seit fast 10 Runden. Weiß ich gerade nicht. Ich glaube, der könnte von Anfang an Iron Lungs gehabt haben, ja. Du musst das mir oben wahrscheinlich mit übernehmen. Fallen Heroes können ohne Kopf wiederkommen? Das ist ja eine absolute Frechheit. Absolute Frechheit. Mann, triff M-Lane. Ja, da ist der Hund down, das war abzusehen. Hm. Würde Xelia wohin kriegen, oder? Oh Mann. Womit greift er jetzt an? So ein Fallen Hero ohne Kopf? Aua. Da hätte der sogar. Natürlich auf den Kopf, du Vollpfosten. Ach, du bist doch. Du bist doch scheiße, bist du. Jedoch. Der da oben ist down. Wechseln darf ich nicht, also muss ich laufen bis dahin. Stellen wir uns wieder dahin. Hätte mir gar nicht gebraucht. Na gut. Boost ja keiner. Achso, dich gibt's ja auch noch. Da war ja was. Du wurdest ja abgelenkt von unserem rumrennenden Xeli. Pass es. Come on! Hede! Ja, vorher gesagt, wenn jetzt der Hund macht, ne? Da ist noch ein Kopfhack, wenn er jetzt nochmal wiederkommt. Mit abgerissenem Kopf. Dann verliere ich aber den Glauben, ey. Also hier haben unsere stärksten Tanks ordentlich gelitten sogar. Und hat vier Leute niedergestreckt wurden. Keiner gekillt, aber niedergestreckt allesamt. Könnte sein, dass wir wieder Aufbauarbeit leisten müssen nach dem Kampf. Und wenn es sich nicht lohnt, dann bin ich sehr, sehr sad. Der ganze Scheiß. Traumatized auf Mozzarella-Bräunen ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Na gut, die Resolve ist halt ein Problem. Ja, gebrochener Ellbogen, bist raus. Collapsed Lung, du bist wahrscheinlich ziemlich raus. Traumatized ist das Einzige, was halbwegs okay wäre. Achso, und ein Missing Finger. Missing Finger ist okay.
Tja, das ist das Problem, wenn man in sowas nicht, wenn man Leute zum Level mit reinnimmt wie Cold Blue und dann bei sowas einfach straight reingeht, ohne dran zu denken. Ancient Gold Coin, Gemstones, Signet Ring. Alter, das hat sich null gelohnt. Das einzige Gute ist die Fighting Axe und der Two-Hand Flail. Und halt ein paar Schätze, das hat sich gar nicht gelohnt. Es hat sich wirklich gar nicht gelohnt. Okay, unten ein Winged Maze, aber. Pff. Das ist der Necromancer-Code, ne? Pff. Ein bisschen Finger nicht mehr als einmal bekommen? Ich glaube nicht. Nee, also Leute, das... Nee. Einfach nee. Ich habe das nicht ganz optimal gespielt. Wir hatten ein bisschen Pech. Mit meinem Lone Wolf zum Beispiel. Der hätte dort oben echt gut Leute beschäftigen können und töten können. Hätte er nur einen Hit machen dürfen. Nee. Was ich ein bisschen doof finde, dass ich halt nirgendwo mehr gute Aufträge krieg. Gerade. Also. Nee. Ich habe mir bewiesen, dass ich das kann. Dass ich auch als Sieger rausgehe. Aber was für ein Sieger ist das, wenn man so viele Leute dann eigentlich kicken müssen. Hier, 10 Untote. Some Ancient Legionnaires, da sehe ich uns eher. Das sieht gut aus zum Leveln. Komm ran. Das sollten wir ja wohl hinkriegen. Armored-Wiedergänger, Wiedergänger und Legionnaires. Das sollten wir ja wohl hinkriegen. Hallo. Du gehst mal hier hin, bevor wir dich irgendwie mitten reinschicken. So, schön den Highground nehmen, den wir geschenkt gekriegt haben. Kommt ran, meine Kleinen, kommt ran. Irgendwie ist die untere Seite, glaube ich, nicht so schwer zu halten. Immer. Also in der Logik her, ne? Realtechnisch wäre es schon smart, Missing Finger mehr als einmal bekommen zu können. Ich glaube, das geht nicht bei dem Spiel von der Mechanik her. Wir dürfen pieksen. Du nicht. Du nicht. Du nicht. Du nicht. Warte ich erstmal platt. 59. 92. Hier. So. 93. Down. Da soll man, glaube ich, das Schild wegmachen. Hallo. Herr Lone Wolf hier, er will auch was übernehmen. Und ich kann mal erstmal runterschubsen. Dann hier hingehen. Mit dem besseren Stand. Gehen wir mit dem hinten durch, weil dann kann Sono hier reinlaufen. Also, dass Fallen Heroes ohne Kopf wiederkommen können, ist eine absolute Frechheit. Das hat jetzt keinen großen Unterschied gemacht, außer ich halt nochmal attacken musste. Aber es ist trotzdem eine absolute Frechheit. Und dass du hier wiederkommst, ist auch eine absolute Frechheit. Was soll denn bitte? Kopf ab! Boah. Ich muss hier noch hinmoven. Zwischen dem Punkt, wir. Bist du noch mal dran? Oder ne, du hast Turn Done.
Oh, da sind ja... Fuck, da war ein Gegner. Upsi. Da sind wir zu weit reingesteppt. Der ist sogar noch dran. Upsi, da habe ich Zwubel sehr optimistisch weit vorgezogen. Aber mich blendet es hier auch wieder. Ich bin da bestimmt wieder zu hell, oder? Ne, diesmal geht's. Krass. Alles aufschneiden. Batz, batz. Und mal hier hin, um denen zu helfen. Zack. Schön an Untote ist, die rennen halt nicht weg. Das ist das Hübsche an Untoten. Da kann man halt schön, wir stellen mal hier hin, falls die wiederkommen. Kann man halt schön durchziehen dadurch. Zack. Hallo. Warten, Doofkopf. Zack. Also Xan macht halt unglaublich viel Arbeit. Emlyn aber auch ganz gut. So. Wenn ich den anziehen will, darf ich glaube ich hier keinen hinstellen. Müsste mich da hinstellen. Hier ist tot. Also wird weiter gemoved. Ne, da will ich mich nicht hinstellen, weil ich mit der Warskite eigentlich... Ist das eine Warskite, zuhören will? Ja, das sind die Warskites. My Warskite Dude. Achso, Roundhouse-Kick dürfen wir nicht mehr. Das ist, glaube ich, auch wurscht. Okay, ist vielleicht auch nicht wurscht. Aber ja, das sind viel bessere Gegner. Für uns. Einfach zuhauen. Da hat unser Blue noch einen Upgrade und ein bisschen Müll haben wir gesammelt. Da hat er noch einen Level Up. Oder sein erstes Level Up vor allen Dingen. Plus 3, plus 3. Oh, plus 4. Plus 4 hätte ich gern so ein bisschen fixen hier, dieser Resolve. Colossus. Damit sich HP leveln lohnt. Du. Hier wird es entdecken, ne? Someway to the East. Machen wir das halt, wenn es nichts anderes gibt. Ja, ich weiß, die 3 Sterne auf Range ist übelste Bullshit. Ich weiß. Das ist mir auch schon aufgefallen. Hier sollte man, glaube ich, reparieren, bevor man sie verkauft. Das hier genauso. Bei den Schilden nicht. Bei den Sachen schon. Dann können wir das loswerden. Das nicht. Die Schilde loswerden. Da haben wir noch Krempel. Echt viele 140er Rüstungsteile. Mal auch verkaufen. Mal verkaufen. So. Essen haben wir noch ein bisschen. Rüstung haben wir noch ein bisschen. Somewhere to the East. Ich glaube, ich höre mal hier in dem Gegend in Teil F. By marching down the road, you find a man with a broken car by the side by the wagon.
Have you come to take my things? If so, man, make... Ach, wir helfen den Leuten. You gain bread. Nice. Ja, die 3 Sterne auf Range sind ein bisschen wasted, aber 2 Sterne auf Melee Skill und 3 Sterne auf Melee Dev ist trotzdem ziemlich geil. Somewhere to the east. Da ist es. A few Wiedergänger, lots of armored Wiedergängers. Let's go. Wir brauchen die XP. Moment mal kurz. Ich glaube, da kann ich den für ihn nehmen, um die XP ein bisschen zu optimieren, dass die auf Leute geht. Die es eher brauchen. Sono haben wir noch. Und Ben ist hier noch drin. Abbruch. Abbruch wäre wieder ein Backliner. Ich bin von dem Hammer übrigens nicht überzeugt. Sind wir ehrlich. Bin von dem Hammer nicht überzeugt. Ich glaube, ich würde lieber noch einen Scamax nehmen. Als einen fucking Hammer. Also ich bin von dem Military Pick gar nicht überzeugt. Aber ich habe auch noch nicht richtig fette Gegner mit überfetten Rüstungen dagegen antreten lassen. Aber das ist halt eine Einhand-Variante. Da wenn, dann will ich einen Zweihand-Hammer haben, damit wirklich super schnell die Sachen wechseln. Und dann hier. Das ist ja nicht mal ein Hammer, das ist ein Mace. Ja. Wie ist das Problem? So, jetzt rein da. Juhu, Wiedergängers, wo seid ihr so? Was? Können ja, können ja schon noch rankommen. Bin ich mit dem durch den Schutz zu weit vorgegangen, wenn ich Pech hab. Juhu, Wiedergängers. Aber bis dahin komme ich nicht. Bei dem kann ich auch nicht tauschen. Der hat noch keinen Rotate. Der hat einen Rotate. Machen wir mal kurz so. Das ist besser. Ja. Oh. Hallo, Wiedergänger, so. Sie aber gut zusammen. Finde ich nett. Finde ich sehr nett von ihnen. The Bonkening will happening. Surely. Du stellst mal hier als Markierungsschutz. The Bonkening! Moment, kriegst du extra EP? Hast du schon Berserk? Du hast kein Berserk. Hm, das ist ein bisschen waste auf den zu gehen. The Bonkening has happened. Weil der hat nämlich Berserk. Guten Tag. Kommen Sie ran, ich hab viel zu bieten. Oh wow, ist Stunt. Ja, geil. Ich darf hier keinen Schritt näher rangehen. Du bleibst immer stehen an der Seite. Als Backup. Ja, ich sag ja, ist Backup. Ich wusste doch wofür. Der Lone Wolf geht ganz schön ins Gesicht. Nur mal ehrlich. Du wartest nochmal ab.
Achso, ja, der war gestunt. Das ist echt blöd. Wir laufen, dann müssen wir alles mit dir wegmachen. Den erst laufen soll, dann hier den Dreier-Attack machen. War nicht so smart von mir. Ja, da oben braucht anscheinend eindeutig mehr Rüstung, wenn er gegen sowas antritt. Aha. Da ist doch mein Ziel. Roundhouse! Was? Warte doch nochmal. Zack. Nice. Der ist schon in meine Falle getappt. Ach, dammit. Ach, dammit. Ach, dammit. Das ist ja alles doof. Rollten 88. Ich könnte weinen. Mal sehen, ob du noch zu irgendwas kommst. Schade. Mach mal den Kopf ab. Und den auch. Zwei Leute geköpft, finde ich eine gute Option. Das finde ich eine sehr gute Option. Einfach abschneiden, dann komme ich nicht wieder. Zweite geht natürlich wieder dahin. Ah, noch ein Kopf ab. Sehr gut. Er ist dran, du bist dran. AP habe ich genug, aber Ausdauer habe ich keine mehr, wenn ich zweimal Roundhouse-Bombs gemacht habe. Der bräuchte ja noch ein bisschen Verbesserung, glaube ich. Insgesamt. Ach, fuck you. In 95er wieder nicht gehittet. Ach, Mann. Ach, Mann. Da war wieder ein Kopf ab. Weg. Zwischen ist leider kein Lone Wolf mehr da oben, ne? Aber er ist confident. Wenigstens das haben wir erreicht. Also ein Lone Wolf ist nicht der Perk, der für mich funktioniert. Das haben wir ja schon festgestellt. Das haben wir ja schon festgestellt. Immer noch auf dem am rumhauen, ne? Die Schweine. Overwhelming. Bonk ihn. Ja, ist geil. Und stich ihn. Ja, gute Level-Ups, gute XP und ein bisschen Loot. Wenn wir schon sonst nicht viel aus der Quest kriegen, dann wenigstens das. Du siehst mir stark mit deiner 200er Rüstung nach einem Battle 4G aus. Bisschen mehr Ausdauer wäre gut. Hitchance, Verteidigung. Let's go. Wollen wir dir jetzt einen Cleaver, das Cleaver-Ding geben? Gegen die Untoten sind Cleaver, glaube ich, gar nicht so gut. Außer, dass sie halt... Das Einzige ist, dass sie halt Köpfe abschneiden. Das hilft halt, dass sie nicht wieder aufstehen permanent. Dann brauchen wir für dich nochmal einen guten Cleaver.
Auch mal für dich. Ich glaube, sind aber auch nicht komplett scheiße. Also der Damage ist schon okayisch. Gegen Rüstungen haben sie halt ein extremes Problem. Die Alternative ist, wir geben dir Schwerter, die haben auch gegen Rüstung das gleiche Problem. Wir können dir eine Axt geben. Äxte, so Einhandaxt und so, weil bei deiner Fähigkeit wirst du auf jeden Fall das Schild behalten wollen. Brauche ich nochmal eine War-Axe. Aber da du sowieso das behalten wirst, geben wir glaube ich nochmal Shield-Expert. Würde ich sagen. Für mehr Defense. Und mehr Schild-Durability. Warum laufen wir jetzt eigentlich mitten durch den dunklen Wald nachts? Irgendwie suboptimal. Optimal. 310 Kronen ist halt nix für das, was wir getan haben. Nix Neues. Oh, hier habe ich Sachen sogar nicht Reparatur gestellt. Wahrscheinlich repariert so eine 115er Rüstung, ist eigentlich schon ganz nett. So, das werden wir aber nicht reparieren. Das und das auch nicht. Das nicht. Reparaturpreise sind hier 17, die sind gar nicht gut. Verkaufspreise sind gar nicht gut. Und ein Redcatcher gibt's hier. Ja, immer wieder Richtung Süden, würde ich sagen, so insgesamt. Gucken wir mal, ob wir wieder in die Arenen können. Da wollte ich ja eigentlich hin mit den Leuten. Ein bisschen Arena-Kämpfe machen. Gab's auch mal ganz gut XP. Achso, und um unsere Ambition zu fulfillen, müssen wir sowas hier angreifen. Hired by House Berengar. Die darf ich aber nicht einfach attacken, oder? Gibt's eine Taste einfach zum Attacken? Rolls? Tolle Controls. ja, nee, gibt's wohl dann nicht. Also ich muss mit denen wirklich im Krieg sein, weil ich habe ja hier Defeat Another Mercenary Companies und das wären die hier. Und wenn ich meinen Level 2 Dude rausnehmen würde, hier Blue, dann sollte das auch klappen. Tatsächlich. Aber das darf ich ja gerade nicht. Das wird schwierig, Defeat Another Mercenary Company, wenn wir eine Untotenplage haben und nicht eine Noble War. Ich glaube, das wird nicht machbar sein. Ist nur so ein Gefühl. Aber das Gefühl könnte sich relativ schnell bestätigen. Insgesamt. 15er Verkaufspreis. Noch ein Kultisten. War es Stringer Shift Alt oder sowas? Sonst könntest du Pässen und Karawanen ja auch nicht überfallen. Stimmt. Oh. Gibt's da keine. Also das wäre ganz gut, mal die Keybinds irgendwo anzuzeigen, so generell. Hier gibt's keinen Auftrag. Ja, muss ja mal gucken, ob es irgendwie sich ändert. Stimmt. Und mit dem Haus hätten wir uns sogar verschatzen dürfen. Moment, das probiere ich mal kurz hier. Es ist Steuerung. Okay. Steuerung macht es zu einem Angriffsbefehl. Gut. Mein Gott, Walter. Und Rupert, was macht ihr denn hier? Hat er wenig Ausdauer. Und auch keinen guten Skill. Einen guten Treffskill. Er hat maximal, aber ist ein Dustard. Ist ein Idiot. Auf gut Deutsch. Gottfried. Das ist so ein Meme, meine Ranged-Charaktere. Das ist so ein Meme. Das kannst du halt keinem erzählen.
Find Overgrown Stronghold along the way somewhere. Wieder ein Feind-Ding. Somewhere around the west. Das ist eigentlich mir zu viel Zeit-Investment für die Quest. You will be paid 700 in advance, another 2000. Okay, das sind 3500. Destroy First King's Final Rest. Destroy Overgrown Stronghold. First King's Final Rest finde ich ein bisschen heftig. Das ist, glaube ich, sowas, was wir gerade schon gemacht haben. Das stelle ich mir ein bisschen heftig vor, aber das geht, glaube ich, jetzt in die Richtung hier Untotenplage beseitigen, ne? Solche Quests habe ich sonst nie gesehen. Overgrown Stronghold sollte eigentlich dann okay sein. Ja, wenn ich mal so Motorreihen nehme, statt Code und Danjushka wieder zum Binden und du nicht direkt da sonst wie Probleme machst. Der muss halt Killing Frenzy auch noch kriegen, auf jeden Fall, beim nächsten Level up. Ich glaube, die Mission, die traue ich mir nicht zu. Die traue ich mir, glaube ich, nicht zu. Das wäre nicht so geil. Aber die alles, was aus dem Norden kommt, könnte man eigentlich überfallen. Ehrlich gesagt. Alles, was aus dem Norden kommt, könnten wir eigentlich überfallen. Hier haben wir schon viel durchgeschaut von den Leuten. Ja, hier bei Rollo auch, nämlich. Der nur gar nicht so gute Defenses kriegt. So ein bisschen das Problem von ihm gewesen. Jetzt noch ein Brawler. Moment, ein Deserter, der einen Bogen dabei hat. Du bist ja wirklich ein feiger Hund. oh, guck mal, Named Shield. Guard of Magnificence. Für 13.000. A full metal round shield of Southern Design with elaborate ornaments. Quite heavy, but also durable. 22 Defense plus. Und weniger Fatigue und mehr Melee Defense. Ordentlich, 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 ordentlich. Was ist beim Weaponsmith? Da gibt's den Triple Flail. Da gibt's auch die War Axe. Fighting Axe, meine ich. Oder sind die Military Cleaver? Ich glaube, die Fighting Axe hätte ich, glaube ich, ganz gerne mal wieder. Hatte ich die schon mal irgendwo? Habe ich die verloren? Oder habe ich die verkauft? Ich würde doch die Fighting Axe nicht verkaufen. Hier für Mozzarella Bräune. Axe Mastery. The Shield. Increased 50% when used with Axes. Round Swing, Long Axes. Ja, mit der Einhand, die haben gar nicht so einen großen Bonus dadurch. So, ich kann mal kurz gucken, ob ich die Sachen verkaufen kann. Wie sind hier der Verkaufspreis? 19. Ja, gut. Ja. Viel Spaß damit. Die 130er Helme würde ich, glaube ich, auch verkaufen. Aber ich auch den 180er Helm, weil, sind wir mal ehrlich, der 180er Helm ist übel dumm. Sind wir mal ehrlich, das ist nicht so smart, den zu benutzen. Und ja, ich benutze ihn, ich weiß. Ich habe eigentlich noch zwei Leute, die einen sinnvollen Helm gebrauchen sollten. Ja. Weil die viel zu schwer sind, diese Helme. Ich finde es nur witzig. Armorer. Er hat doch hier ordentliche Helme, oder? Hier 230er Helme. Minus 15. Das andere ist, glaube ich, minus 18, ne? Nee, minus 13 ist es. Minus 17, minus 4, minus 11. Nehmen wir hier zwei davon, würde ich sagen. Die beiden Jungs. Hier, Mozzarella, kriegst einen besseren Helm, der dich ein bisschen besser durchblicken lässt und du auch. Beziehungsweise gleiche Rüstung, viel weniger Ausdauerverbrauch, dann sollt ihr auch ein bisschen länger durchhalten. Aber ah, viel weniger, minus 2 weniger. Das war nicht mal ein Upgrade.
Aber was mache ich nicht alles für meine Leute? Was mache ich nicht alles für meine Leute? Minus, okay, jetzt kommt minus 40 Fatigue. What? Also minus 42 hatten wir schon, ne? Vorhin bei dem anderen ist noch dass die nächste Stufe drüber ist, dann 300 Rüstung. Das ist schon krass. Die Rüstungsklassen. Was ich mit den ganzen Sulfur Rocks machen kann, weiß ich übrigens noch gar nicht. Gefühlt nichts. Also gefühlt wirklich nichts. Das gehen in Sandfels, da waren wir schon lange nicht mehr. Und dann laufen wir weiter nach Süden durch. Ein bisschen andere Musik kriegen. Wir werden zu Granaten und Co. gemacht, aber ich habe noch keine. Noch kein Recipe dafür entdeckt. Blöderweise. Immer noch den besseren Armbrust. Kaum, wir kämpfen halt kaum mit unserem einzigen Armbrustschützen hier. Das ist Abbruch. Aber er hat halt bloß 58 Skill auf Level 5 bis jetzt. Das ist halt echt nicht gut. Sind wir auch da mal ehrlich. Das geht hier. Sieh das Spotlight wer? Das First King's Final Rest. Aha. And in 4-4-7, but the townsfolk are saying it's gone and missing and well, for whatever reason, they think it's there. Aha. Die wollen mir 590 geben für First King's Final Rest. Obtains Forefather Standard at First King's Final Rest. Kann eigentlich nicht allzu viel sein, wenn die nur 600, 500 geben. Daher können wir das doch machen. Das ist das, was die hier, was Brundorf auch wollte, was wir killen, ne? Die gleiche, also dann müsste die Quest auch weg sein. Dann war der Overgrown Ruin das Komplizierte? Ich würde eigentlich gern bei Tag angreifen. Ja, wir campen mal eine Weile neben einer alten, verwunschenen Kirche. Mitten auf dem Feld, bei Nacht. Aber es kann schon schief gehen. You enter the ruins, find from us easily enough. When you turn around, a tall man in rustic armor standing there, spear in hand with wicked eye sockets leering down him. He swings the spear back. The false king must die. His spear steps forward, mozzarella burn, the cultist leaps over and deflects it to the ground, the spear tip crackling a couple of sparks off the stone floor. Look at the undead man, a worm cursing through its nose. It speaks again. The false king must. With a quick draw, you unsheathe your sword and cut the ancient dead heads right off. The skull and helmet carrying clatter and clank the ground before you can investigate. But everyone, the cultist grabs you, tells you to run. More undead figures are appearing. To arms! Okay. Ja, 7. Also. Okay, sie haben Range, aber. Das ist schon okay. Range haben wir auch. Range haben wir auch. Nur noch 3 Abstand, sehr schön. Dann bin ich mal hier rein. Bin ich sogar noch hier davor. Ja, in Sono ist man ein bisschen zu spät dran gefühlt. Gefühlt ist Sono ein bisschen. Die ist ein normaler AP. Also, ich dachte eigentlich nicht, dass ich eine Mod habe für die AP-Anzeige. Anscheinend habe ich das dann aber wohl. Habe ich nur vergessen. Ja, hier. Aber das ist dumm, sich so hinzustellen. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. The Bonkening! Nice. Das sollte sehr effektiv gegen die Jungs sein, ey. Ach, die haben echt Schilde, die halten. Das ist ja eklig. Das ist ja ekelig.
Du bist nicht gemoved. Ich müsste hier hingehen, damit ich wieder 1, 2, 3 zu dir hab. Wird schwierig. Ja. Das war wirklich dann das letzte bisschen Schild, was er noch hatte. Was tauschen die da? Ich glaube, es hackt. Der sollte jetzt eigentlich nichts mehr treffen. Der wurde gebonkt. Nope. Nope. Ja, aber klar, dass er den nimmt, der am wenigsten Defense hat. Ihr macht das schon da oben, den da, ne? Dann machst du hier... Ach, das wäre der mit der Axt! Ich bin ein Idiot. Ja, ich habe Rohan zu Hilfe gerufen. Mal sehen, ob das klappt. Der hat... Ja. Damit. Und dem noch ein Shield Split rein. 93er Hit. Hm, nice. Kommen wir nicht hin, leider. Huch. 70, 78. Dann schalten wir dich auf, würde ich sagen. Halt, Shield Split. Wenn wir mal durch das Schild durchkommen. Weil er nicht mehr geshield walled hat. Deswegen kommen wir jetzt, glaube ich, hier besser durch. Hallo. Ja, und das trotz Shield Wall. Ja, Blue, du musst dir schon deinen Platz unter den Ehrenreihen verdienen hier. Gibt's nicht einfach so. Muss man sich schon erarbeiten. Nicer Hit, Zwubel. Nicer Hit. Kann man nichts sagen. Schlechter Hit, M-Lane. Das habe ich schon viel besser gesehen. Sind wir mal ehrlich. Wir platzieren Wuffy und laufen dann außen rum. Ne? Weg mit dem Schild, damit wir das attacken dürfen. Den noch machen darf, ist ein bisschen blöd. Au. Ich sage, du musst es verdienen. Mit Schmerzen verdienen. So, also nur den da oben, der mit meinem Lone Wolvie kämpft. Der Lone Wolvie, der jetzt kein Lone Wolvie mehr sein wird. Aber der ist wenigstens hittet, weil er das blöde Schild nicht mehr vor sich hat. Oh, das war eine dumme Idee. No! Ich muss darauf achten, wen ich hier habe. Ja gut, der Hund hat's gemacht. Ja, also Blue, ne? Du hast ein Level-Up, aber dir geht's nicht so gut. Mal ehrlich. Let's head back. So, die sollte man reparieren. Das hier ist billiger Kleinscheiß. Mit den Schilden hält es ähnlich, aber die sollte man, glaube ich, auch wieder reparieren. Die steigern an Wert. Es gibt Leute, die das haben wollen anscheinend. So, Sandfels. Guten Tag. Ich habe mal wieder was für euch getan. Juhu, High Spirits. More items for sale. Buying items for more. Selling items for less. Juhu. Gute Laune, gute Preise, gute Besserung. Ja, aber ich habe noch nichts repariert. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt da dran. Nicht die Preise hier. 16, ja. Am Arsch gute Preise. Am Ass. Ach so, weil ihr habt noch eine Dürre, deswegen. Ihr kauft auch Essen für übel teuer. Ja, ich sehe das Problem.
Gehen nochmal nach Wackerfeste zurück und schauen mal, ob wir dort noch Essen kriegen auf den Weg nach Süden. Und dann geht's ab Richtung Arena, wenn die keine gute Quest haben. Quest die Quest. Ne, keine Quest. Ich hier noch ein bisschen mehr zu essen für einen sinnvollen Preis. Ja, geht so. Geht so, weil nach Süden verbrauche ich immer so viel Essen. Da brauche ich irgendwie 40. Statt jetzt irgendwie 37. Also je weiter ich nach Süden komme, desto heißer es wird sozusagen, desto mehr Provisions brauche ich. Jetzt sind sie da 37. Update sich das on live? 50 Provisions. What? Ja, RIP. Also hier in der Wüste ist schon... Muss ich trinken mitnehmen oder so, damit es... Aber ich habe Met dabei. Aber Met ist vielleicht die schlechteste Variante, die ich habe. Und das waren welche Provisionen ich mitnehme? Ist Reisen so besser? Das ist ja bitter. Warum futtern die so viel in der Wüste? Wir wollen auf die Arena erstmal warten. So, Arena. The Guild of the Sense of Unity, you be facing two gladiators. May your path be ever gilded. But to be honest, I said that the gladiators, and I've been saying it to every day, understand you should prepare to the best of your abilities. When you're ready, drei Mann gegen zwei Gladiatoren. 1100. Das könnte echt heftig werden. Aber ich akzeptiere trotzdem, ich versuche das. Und ich habe es nicht gespeichert vorher, ich weiß. Ich weiß. So. Wir werden... Hier, Masumodo. Wer ist noch weiter gewesen? Sepp. Oh, und Code Blue müssen wir übrigens sowieso mal kurz ersetzen hier. Ja, noch ein Level up. Plus 3, plus 4. Wir werden aber auch Ausdauer auf dir brauchen. Oder wir müssen halt für Leben und Überleben haben wir nicht genug. Wir brauchen auch die Ausdauer. Durnmore. So, wir haben ausgerüstet unseren Masumoto. Wir könnten dann Yushka nehmen. Aber der Yushka war nicht der Fighter. Sepp. Und Sono war der andere, ja. Ja. Wo ist es jetzt hin? Collar? Hier, Sono. Let's go! Let's give the crowd something to cheer for. Das könnte... Sheesh! Oh, soll ich auf den Kopf gehen bei ihm, ne? Oh, der hat Overwhelm. Oh, das ist unangenehm. Das ist angenehm, wiederum. Das ist beides sehr, sehr angenehm, was hier läuft. Weg mit dem Kopf. Das war irgendwie abzusehen, dass es passiert. What? Der jetzt raussteppen darf. Ja, das ging gut. Aber die haben auch Damage gekriegt. I heard the crowds and so here are your crowns. May you come with the pits again. Killed it. Nice. Wir haben einen Wuffi über, den wir hier rausgenommen haben. Und wir haben ihn, glaube ich, noch einen Wuffi über. Haben wir selbst einen Wuffi geklaut? Das habe ich nicht realisiert. Mögen die mich eigentlich inzwischen halbwegs? Wie sind hier so die Preise? 18, ja. Scheint langsam in Ordnung zu sein. Die scheinen mich langsam in Ordnung zu finden. Essen ist auch fast bezahlbar.
Weihrauch ist bald bezahlbar. Also 478 ist schon relativ günstig für Weihrauch. Nur vielleicht bald Handelssachen machen. Dann haben wir hier noch Aufträge, Karawanenauftrag, 2 Tage nach Nordwesten. Wedding Merchant 1070 und 200. Okay. Alternativ. Deliver Cargo nach Krummhorn. Und das war auch Krummhorn, aber für viel mehr Geld. Und es ist eine Karawane. Bin irritiert. Bin irritiert. Oh, hier gibt es wieder einen Dieb. Der wird halt nie was treffen, aber der könnte ein insaner Nimble Tank werden. Ja, aber habe ich halt schon eigentlich ein paar. Ja, ich könnte meine Leute, ich könnte das austauschen. Wenn der halt hochgelevelt ist, wäre er besser als die, die ich jetzt habe. Aber ich habe schon hochgelevelte. Why would I? Ja, 8000 will ich nicht ausgeben. Der hat ja 3 Sterne HP und 2 Sterne Defense. Und hat schon 114 davon. Er ist immer zuerst dran, er hat keinen Trade. Ja, ich glaube, die Diebe sollten wir jetzt inzwischen wieder lassen. Die sind gar nicht mehr so gut für uns. Waffenschmied. Alter, what? Das ist doch ein Fencing Sword, oder? Ja, das ist ein Legendary Fencing Sword. Natürlich mehr Damage und höhere Effektivität gegen Armor und fast keine Fatigue. Oversized Crescent. Das ist doch ein nordisches Ding. Warum finde ich denn hier im Süden, das ist ja eigentlich auch von der Verzierung her, warum finde ich denn hier im, wobei der Fencing Sword nicht, aber warum finde ich hier im Süden eine nordische Axt? Shield Damage, Fatigue und diese extrem gut gegen Rüstungen, ne, für eine Axt. Ja, wir müssen mal wieder Geld sammeln, würde ich behaupten. Wir müssen mal Geld sammeln. Und ich brauche irgendwann einen Orb of Oblivion. Import-Export-Unternehmen des Südens. Hallihallo, sofort Abbruch. Ich muss leider sagen, ich nutze deinen Charakter selten. Aber hallo, wenn du mal wieder reinschaust. Ja, wir machen die Karawane dann, I guess. Yeah, accept this contract. Aber wir können dich ja mal wieder einsetzen. Für wen? Für M-Lane hier. Mal wieder ein bisschen trainieren. Let's go. Wenn du schon da bist. Achso, wir hätten vielleicht noch ein paar Sachen verkaufen können an Vorrat. An Essens. You come to an old man standing in the middle of the road. Wenn ich nicht auf dem Schlachtfeld eingesetzt werde, sterbe ich nicht. Ist ein fairer Deal. Du hast sogar schon einen Sergeant, der dich bespaßt. His body leaning against the walking stick. He's staring up to a road sign. He shakes his head. I know there's a sign here. I think Fuchsturm is that way, if I recall correctly. He turns to you grinning. His eyes glint white. Blinded by old age. A very nice, very expensive looking jeweled ring glistening to one of his bony fingers. Okay, wir können also sagen, hey, pass auf dich auf, alter Mann, oder gib uns den Juwelenring. Ich habe das Gefühl, das ist ein Bait. Das Spiel macht das manchmal. Es gibt dir Events, wo du sagen kannst, yo, ich nehme alles. Es gibt aber auch Events, wo du belohnt wirst, nicht alles zu nehmen. Und wir sind Dafkul-Kultisten, wir würden alles nehmen. Wir sind fucking Dafkul-Kultisten, was ist uns denn der alte Mann ist eh schon tot. Gib den Ring her. Crack your nugget, the old man leans back. Surely, why is not the answer? This world doesn't need more of it. With a swift punch, you knock him down and crumbles into a... And he crumbles into a dry, heaving mess, taking the ring you respond. I don't give a damn what this world needs or doesn't. I'm my own world and you yours. It just happened to cross paths, that's all. Guess what, old man? My world is bigger! Hier gibt es ganz viele Sachen, die hier rum. Ja, wir haben einen Ring gekriegt. 250 Kronen for free aus einem Event. Wir hätten, glaube ich, wirklich unsere Vorräte verkaufen sollen. Ja, 4 Tage noch. 4 Tage. Mal sehen.
Wie läuft's bei dir, Abbruch? Alles okay bei dir? Gute Woche gehabt? Du hast gestern ein bisschen was verpasst. Gestern haben wir nämlich 60 Minuten Spott gemacht, weil ein Community-Goal erreicht wurde. Na, da darf ich nicht rein, um meinen Vorräte zu verkaufen. Wir fahren jetzt nach Krummhorn hoch. Das sind schon so alte, matschige Sachen, ey. Ja, müssen wal gucken, dass wir die Mercenary Company auslöschen, der andere. Um unsere Ambition zu fulfillen. Jetzt wissen wir, wie es geht. Alles prima, heute Lazy Sunday. Geil. Bei mir nicht. Meine Freundin kam mitten in der Nacht wieder, hat mich geweckt dabei. Also aus Versehen, das war nicht ihre Schuld. Oh, günstiger Fisch. Günstig das, günstig das. Ja, geil. Wir können die Sachen verkaufen, die bald verfallen hier. Mehr Fisch. Fisch hält, glaube ich, länger, oder? 8 Tage statt 7. Jo. 15er Preise. Hier ist gerade echt billig. Billig und willig bin ich hier. Wo kann ich eigentlich hinfahren? Kann nur nach Kronkog fahren, oder? Ich habe sonst literally keinen einzigen... Oder? Kann ich nach... Doch, nach Kaiwada. Ich könnte instant nach Norden fahren sogar. Ich habe ja Nord-Süd-Verbindung. Krass. Karawane. 1500. Nach Suderbusch. Das ist noch weiter nach Norden. Da will ich eigentlich nicht hin. Was ist das? 3000. Excavated Heap of Bones to the Northeast. 3000 ist ganz schön heftig. 3000 ist auch für ein Noble Country ganz schön. Die fängt bei 1500 ungefähr an. Ist die Frage, ob die mir schon besseres Gold geben, weil ich einfach mit denen... Ne, die sind noch neutral. Die sind minimal... Also, sich mit einem Haus Allied stellen, dauert ja ewig. Und ich habe schon den Dude, der die Beziehungen besser aufrechterhält. Das ist ja übelste Sorte schlimm. Puh. Wir könnten den Paymaster nochmal einstellen. Dann dürfen die nämlich in Events nicht mehr Zeug erfordern. Und nehmen wir den Lookout. Für mehr Sichtweite. Ich glaube, das finde ich eigentlich geiler. Um Sachen zu finden und auch Informationen über Tracks. Ich will den Lookout haben. So, aber nach Suderbusch will ich eigentlich nicht. Ob besser bezahlen mit steigendem Level? Ja, ich glaube schon, ja. Aber wir haben einen Kultisten-Run, deswegen ist es mit den Bezahlungen generell nicht so schlimm. Weil wir haben jetzt für 17 Leute wollen die 344. Also die Kultisten wollen halt fast keine Bezahlung. Deswegen ist das schon vollkommen fine. Ah, dann gehen wir halt jetzt nach Suderbusch. Hätte ich aber keine Ration kaufen sollen. Also selbst unsere tägliche Bezahlung ist völlig entspannt dafür, dass wir fast voll sind. A few men step onto the road. They carry the banner of House Winterhall, which probably is not a good sign of what's to come. Der Leutnant confronts you, wenn die gegen die kämpfen, das finden die nicht witzig, oder? Greetings, the transport stolen goods that belong to House Winterhall. Step aside from a caravan, turn back and go. Okay. Okay. Jetzt ist die blöde Frage, die fährt trotzdem weiter, witzigerweise. Würde ich gerne mal wissen, gibt uns das einen Boost hier? Cooperated with their soldiers. Ja, gibt uns sogar einen Boost. Mag halt die Stadt wahrscheinlich nicht. Was war das jetzt? Krummhorn, ne? Ja, Fate Protected Caravan. Aber ich will ja die Adligenhäuser eigentlich haben. Mal ein bisschen mehr, da sind wieder die Leute besoffen geworden. Act of Thievery. 3 Sterne Thievery? ...1400 ist gar nicht so viel für 3 Sterne. Aber hier... Deliver to Torque the young Brurundorf, das kann nicht viel sein. It isn't worth it.
just from your experience. Find overgrown stronger 200, 300? Nee. Und selbst das ist es nicht wert. Aber das können wir einfach mal machen, weil das nicht so weit ist. Das ist einfach nur ein bisschen Sachen folgen. Müssen wir doch eigentlich... Carolyn recently passed through here, Brigands recently passed through here. Aha, das sind die Infos, die ich krieg. You Marksman, es ist Nacht, geil. Let's go, machen platt. Oh, jetzt habe ich Abbruch drin. Das ist natürlich nicht so smart. So, mal ehrlich. Da hatte ich schon smartere Ideen. Als bei Nacht mit einem Range-Dude zu kämpfen. Aber vielleicht überrascht er mich ja. Man weiß ja nie. Setz mal hier, weil du sollst nicht ganz vorne stehen. Hier eure blöden Wally-Walls. Hallo, nicht werfen. Nicht dagegen. Ah, die werden jetzt hier drauf gehen. Shit, ne? Das ist natürlich nicht so geil gelaufen. Mozzarella-Bräune. Setz dich mal dahinter, weil das wollen wir Xeli hin haben. So, und Sono kann noch einen Schritt weiter vorgehen. So, und du stehst jetzt hier oben drauf. Um dann eventuell irgendwann mal hoffentlich was zu schießen und treffen zu können. Mal sehen. Au! Alter, das sind 5er-Chances hier und die hitten halt trotzdem die Schweine, ne? Das ist eine absolute Frechheit. Absolute Frechheit. Meiner Meinung nach zumindest. So, Ben, du hast 74 Defense. Das wird doch wohl hier gehen, oder? Ja, es ist gebrochen. Deine blöden. Die Waffenspezialisierung haben die nie, ne? Also die. Spearwall ist jetzt schon, die Spearwall ist jetzt schon gebrochen. Der Bonkening! Wartet noch kurz. Wie viel Damage macht das? 26 Damage to Shield, also müsste das Shield durch sein. Yes. One of the Bonkenings. Okay. 30%. 39%. Abbruch? Geh dich da als Nachtschütze. Moment, hast du nicht sogar einen Bonus für Nacht? Nee, hast du nicht. Nevermind. Du hast da hinten so einen Schemen gesehen. Rein da. Getroffen. Passt. Au! Was ist denn das für eine Frechheit? Der hat auch keinen Bock mehr, ey. Ob Freund oder Feind, Hauptsache getroffen. Ja, du hast ja keinen Feind getroffen, von daher ist ja alles im Lot. Weil die nebeneinander Shield wallen, ne? Dann wartest du nochmal kurz, damit wir dann bessere Hitchance kriegen. Ist das ein scheiß Ernst? Wenn ich jetzt hier hochgehe, ist mein Lone Wolf am Sack, aber der kann ja noch weiterlaufen. Hat eh keinen Lone Wolf gerade. Hm. Kriegen, glaube ich, keine bessere Hitchance. Komm ran, mein Kleiner, komm hier hinten ran. Wenn ich hier renne, habe ich ein Problem. Also machen wir das mit. Oh, 71. Schön, das ist der ohne Dingens. Ohne Schild. Hm.
30 und 5, ey. Ah, wir haben 30er gehittet. Geil. Gönn ich mir natürlich. He dead. Und der hier unten rennt. Es geht immer noch die Sachen runter. So, haben wir hier wieder 45. Abbruch. Ja, das haben wir aber schon besser gesehen von dir. Der stand sogar offen vor dir. Könnt ihr jetzt aufhören zu werfen, ihr Schweine da hinten? Lass es kurz geblinzelt bleiben, schießen. Es ist Nacht, was blinzelst du da? Was soll das? So, the Bonkling! Has happened. So. Andere Bonker. Mein zweiter Bonker. Triff ich meinen eigenen hier. Warum geht das nicht dahin? Da! Huhuhu! Die Wars Guide. Ah, geil! Aufschneiden. Aufschneiden. Alles aufschneiden. So, und du gehst jetzt mal direkt hier rein und machst den hier. Ein Schild. Ich mach erstmal das Schild weg von dir. Der hat auch keinen Bock mehr. Geil. Sehr gut, Leute. Ja, ja. Viel Spaß beim Wegrennen. Viel Spaß. Ihr wird nicht weggelaufen. Muss die Hunde gleich rausholen, glaube ich. So wie hier gerannt wird von den Leuten. Ha, er darf nicht angreifen, weil er zwei Hände hat. So, 37%. Das ging aufs Schild. Zähl mir das als Treffer, sind wir fair? Zähl mir das als Treffer. Bonk! Jetzt sterben sie alle rechts und links. Jetzt sterben sie alle rechts und links, ey. Holy shit. Der wurde gerade einfach drei Leute draufgegangen. Vier. Never mind. Der hat keinen Hund, den er setzen könnte. Der hat einen Hund, den er setzen kann. Den Hund brauchen wir. Aber wir machen einen Hund. Der wird nicht weggelaufen. Nein, nein. Run them down. Wir haben einen Hund. Hier wird alles down gerunnt, was irgendwie zur Verfügung steht. Hallo. Ja, ist die Frage. Diesen kannst du nicht mehr abbruch, wenn du hier stehst, ne? Bonk him. Oh no, he can't bonk him anymore. Dann musst du den dann nächste Runde bonken. Zack. Guten Tag. Auch nicht gepiekst gekriegt. Die down. Noch in Schnittle von der Seite reingehauen. Und der muss ein bisschen weiter geschnittelt werden. Down. Boah. Also dafür, dass es Nacht war, du hast 72 Damage gemacht. 400, Alter. Wenn der trifft, ist das so übel. Der Topsy. Gib mir das alles. Ich werde das alles verkaufen. Ich mache alles zu Geld. Das war entspannt. Ludefisk. Dich haben wir noch. Doch, Ludefisk habe ich benannt. Ludefisk war jemand, der da war. Ja. Ich habe die alle benannt. So wie du nur plus 1 kriegst, ist echt traurig. Plus 5 auf jeden Fall. Immer plus 4 darauf.
Relentless auf jeden Fall, weil du wirst, glaube ich, auf Dodge gehen, weil du hast ja sehr, sehr viel davon. Deswegen Relentless. Oder wir geben einfach direkt und das die Sword-Sache repulsed. Dann kriegen wir weniger Fatigue darauf. Statt 25 nur 20. Dann können wir häufiger lungen, aber das ist auch nicht so geil. Der einzige Vorteil, den wir haben, wenn wir die Sword Mastery gehen. Das ist irgendwie doof. Bringt bei dem, glaube ich, nicht so viel, die Sword Mastery. Deswegen lieber Relentless. Okay, 5 weniger zu haben, ist natürlich gar nicht so bad. Weil schon, das läppert sich ja dann, wenn du es viermal gemacht hast, hast du quasi einen for free. 1400 Kronen! Yes! Money! We'll tell you that those lost at the sea are cursed to walk. Ja, das ist nichts Sinnvolles dabei. Krieg nochmal das gleiche. Act like an old couple, okay. Da war ja gar nichts Sinnvolles dabei. Und Xan hat sich einen Arm verletzt. Die Sau. Wie kann er nur? Moment, gab es noch was günstig zu kaufen? Das hier ist halbwegs günstig. Die hätte ich noch ganz gerne mal. Auf ein paar mehr Leuten. Wir haben immer wieder mal ein paar neue Leute. Die haben dann noch nichts. Du könntest noch auf jeden Fall einen nehmen. Auch wenn du es gerade nicht im Kampf bist. Mozzarella-Bräune, Ludefisk. Hier Zwube, du hast Backliner. Du hast immer AP übrig. Du kannst dann Leute heilen. Das ist schon ganz smart. Wir reparieren hier die Sachen zum Verkaufen. Die Sachen nicht. Müllsachen können wir direkt weitergeben. Wie sind wir noch mehr 105er Helme brauchen, ehrlich gesagt. Auch die 140er Helme haben wir genug. Ja, weg mit dem ganzen Müll. Wobei die hier... Das verkaufen wir, das verkaufen wir, das verkaufen wir. Das... Haben wir noch irgendwo, da ist noch Müll dabei, das ist Müll. Billigen Fernkampfwaffen. Billigen Sachen. Oh, guck mal, den Ring können wir ja gut verkaufen. So. Essen. Sieht schwierig aus. Wir brauchen, glaube ich, nochmal mehr Essen. Und wir kriegen noch 40 drauf, sind wir bei paar 70. Das mal noch mit, wenn wir schon mal hier sind, wo es halbwegs günstig ist. Ab nach Wackerfest, unsere Öffnung nach Tanvir und Hakim. Hier brauchen wir wirklich 33. Ich habe noch nicht ganz verstanden, also ich vermute einmal, dass die Wüste, die Hitze wird simuliert mit, wir brauchen mehr Provision. Da muss man echt fies drauf achten. Je nachdem, wo man lang rennt, verbraucht man mehr Provision. Okay, hier gibt es gerade Public Execution. Trading food for more, more food for sale. Erstmal nochmal hier ein Trinken gehen. Ja, food for more ist halt ein Problem. Heißt doch den Schild. Habe ich gesagt, Sono? Habe ich was Falsches gesagt? Oh, Friend. Ich hab was verpeilt. Wieso habe ich die Sachen nicht auf Reparieren gesetzt? Der Schild gesagt? Ist das nicht nur eine Beugungsform dann? Ja, der Military Cleaver. Hatten wir nicht noch jemanden, der jetzt cleavern wollte? Ja, wir könnten hier den Military Cleaver nehmen. Moment, mal kurz vergleichen. 35, 55, 25, 120. Der ist halt sehr viel effektiver gegen Rüstungen. Dafür hat der 5 Damage mehr. Das ist der doch eigentlich geiler sogar. Minus 10, minus 12. Da ist auch der Kopesh sogar geiler. Weil die 5 Damage machen es doch meistens nicht. Es geht ja meistens sogar eher um die Blutungen. Ja, die Cleaver warst du wie noch nicht.
geht meistens eher um die Blutungen. Ja, wie komme ich da hin? Das Schild, Namensschild oder das zum Beispiel einen Weg beschreibt, der Schild zur Verteidigung schützt gegen Projektil und so weiter. Ich glaube, ich benutze immer das Schild. Aber es kann sein, dass du recht hast. Kann sein, dass der Österreicher mir gerade gesagt hat, wie man Deutsch spricht. Ist schon ein bisschen lustig. Finde ich zumindest. In meiner Welt ist es lustig. Nochmal Black Paint. Gib mir die Black Paint. So, wer hat sich die Black Paint verdient nochmal? Ja, Sono eigentlich, ja. Sono, Black Paint. So, wo kommst denn du eigentlich her? Vom Krummhorn. Okay, wir können es einfach Krummhorn verärgern. Eldenring habe ich durch, ja, warum? Eldenring habe ich doch so, bin ich sogar im New Game Plus. Ich bin irgendwie im New Game Plus sogar schon wieder halb durch oder sowas. Ich hatte auch das Rani-Ende, erinnerst du dich nicht? Das habe ich eigentlich alles on-stream gemacht sogar. Lumi hat Eldenring nicht durch. Warum? Also wir können hier Spoiler, Eldenring Spoiler Talk machen. Ich habe mir auch angeguckt, wie die ganzen Sachen zusammenhängen und sowas. Ich habe das ja in anderthalb Monaten oder so on-stream durchgezockt. Nee, ich bin fertig mit Elden Ring. Dark Souls 3 fehlt. Das ist das, was noch offen ist. Wo ich aber meistens zu sehr auf ich will chillen bin. Drei Hyenas, let's go. 1200, drei Leute gegen drei Hyenas, ist ja übel easy. Da kann man sogar, könnte man andere Leute nehmen. Aber ich glaube, ich will die gleichen nehmen, weil irgendwann gibt es, soweit ich das verstanden habe, eine verbesserte Version von dem Pitfighter-Ding. Refresh and Arena Fight and did so far the carrier has fought on four matches and won all of them. Moment, hab ich jetzt mich vertan? Oder sind, nee, es sind drei. You. And wo ist der letzte? Doof? Da, nee. Da, you. Ich hätte einfach nur schon zu viele Sachen, die funktionieren. So. Rein da! Das ist auch wieder ein Standard-Hyänen, das ist cool. Rennen wir einfach drauf. Die rennt schon weg, die hat schon keinen Bock mehr, geil. Das ist ja witzig. Es sind schon nur noch zwei, die kämpfen. Oh ne, das sind Frenzied-Hyänas. Die haben Overwhelm. Ja, das ist was anderes. Wollte mich schon wundern. Das müsste trotzdem okay gehen. Da ist einer tot. Wir haben immer noch die Hälfte getroffen, also von daher. Und jetzt kann der ja mitfighten bei den. Ja, Hyäne, was ist jetzt mit deinen Freunden, ne? Sieht schwierig aus. Ganz entspannt. Now Arena Fighter. Ja, genau, das meinte ich. Irgendwie dafür was? Dass die Arena Fighter sind? Plus 5 Resolve. Alter, noch mehr Resolve? Okay. Cool.